Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen RGB-LED-Matrix-Tisch mit Hilfe eines Arduinos und einem Ethernet-Shield fernsteuere, wie das Ganze so im Einzelnen funktioniert und wie man das Ganze auch nachbauen könnte. Also, einmal haben wir hier ein Arduino, ich hoffe man sieht das jetzt so ein bisschen, und darauf sitzt einmal das Ethernet-Shield. Der Chip, der hier oben drauf ist, relativ warm geworden, also so, dass man ihn gar nicht mehr gerne anfassen mochte. Darum habe ich da einfach mal einen Kühlkörper draufgesetzt, der ist dann auch relativ warm geworden. Darum habe ich hier nochmal einen Lüfter draufgelegt. Muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber ich hatte auch keine Lust, dass das ganze Ding irgendwie kaputt geht oder so. Hier oben ist eine Speicherkarte. So eine Micro-SD-Karte, darauf befindet sich in dem Fall jetzt die Internetseite als index.htm. Man könnte theoretisch auch darauf verzichten und den ganzen HTML-Code mit ins Arduino-Sketch einbauen. Das macht aber das ganze Sketch sehr unübersichtlich und fehleranfällig. Und ja, man hat auch nicht so viel Freiheiten, diese Internetseite zu gestalten, und ich bin da auch ein bisschen an meine Grenzen damit JavaScript gestoßen, weil das irgendwie dann alles gar nicht lief. Also ist eigentlich die bessere Möglichkeit, hier die Internetseite auf die Speicherkarte zu packen und die dann mit Hilfe des Sketches aufzurufen. Ja, hier haben wir noch einmal den Anschluss für die LEDs, einmal Pin 6 und einmal GND-Masse, nichts Besonderes. Hier ist das Ethernet-Kabel, womit das am Router angeschlossen ist. Irgendwann später will ich es nochmal auf WLAN umändern, weil das ja blöd ist, wenn der Tisch irgendwie an einem Netzwerkkabel hängt. Und hier unten ist nochmal ein USB-Kabel drin, das ist aber nur für die Stromversorgung und könnte auch über ein Akku-Pack betrieben werden oder auch über ein Netzteil. Das ist auch eigentlich schon der ganze Aufbau der Hardware. Das ist relativ unspektakulär. Das Spektakuläre ist eher so die Software, die im Hintergrund ist. Wichtig ist jetzt auch nochmal, wie eigentlich die LEDs verbaut sind. Also wenn ich jetzt mal hier die ansteuere, dann sieht man auch, wie das Signal da durchläuft. In Schlangenlinien. Und es startet hier oben. Und ja, ich kann es ja nochmal durchlaufen lassen. Läuft dann einmal so hier längs. Und das ist wichtig, wenn man die LEDs ansteuert, dass man ja weiß, wie die LEDs verlaufen. Weil hier sozusagen dann LED 1, hier LED 11, hier wäre LED 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hier wieder 23, und so zieht sich das einmal durch. Gut, dann werde ich euch jetzt mal eher die Software zeigen. Als erstes gucken wir uns mal das Arduino Sketch an. Also es verwendet einmal hier die Fastlet Library, SPI Library, Ethernet Library und die SD Library für die SD-Karte. Ist relativ komplex auch. Könnte theoretisch noch ein bisschen verkürzt werden, vom Code her auch nicht viel. Was die Sketch eigentlich macht, einmal mit dem Fastlet Library die LEDs ansteuern. Und dann einmal mit dem Ethernet SPI und SD Library den Webserver aufbauen, der dann die Internetseite von der Speicherkarte an den Browser weitergibt. Und dann ist halt so eine gewisse Interaktion zwischen dem Browser mit der Website. Die sendet dann Daten an den Arduino und der steuert damit die LEDs an. Ja, hier sind so ein bisschen die Einstellungen für die Fastlet Library, wie viele LEDs haben wir, welcher Datenpin, welcher LED-Typ. Genau, und hier auch noch die Einstellungen für das Fastlet Library. Das hier ist dann alles eher so der Part für den Webserver. Und hier ist dieser Part für die Daten, die empfangen werden, und da, wenn zum Beispiel hier der Startcode running.dot ist, also wenn da dieser Code gesendet wird, dann startet er zum Beispiel in diesen running.dot oder so. Und hier unten, das zeige ich auch später nochmal, da kann man einzelne Pixel dann ansteuern. Und da werden dann einfach vorne wird die LED-Nummer gesendet, das zeige ich auch später nochmal.
Und dann der Farbwert für Rot, der Farbwert für Grün, der Farbwert für Blau. Genau. Ja, hier sieht man Index.htm. So muss dann auch die Datei auf der Speicherkarte heißen. Die wird dann geöffnet. Und was hier oben eigentlich noch wichtig ist, die MAC-Adresse, die muss im eigenen Netzwerk einmalig sein, also auch eindeutig, dürfen nicht mehrere Geräte so heißen. Das ist aber recht unwahrscheinlich, dass man da eine andere erwischt. Also das kann man eigentlich machen, wie man will. Die IP-Adresse, die ist wichtig. Da müsst ihr einfach gucken. Ich zeige das jetzt nochmal. Müsst ihr hier einmal CMD eingeben. Und dann kommt die Eingabeaufforderung und dann gibt man ein ip-config/all. Und jetzt sehen wir hier das Standard-Gateway und das ist in dem Fall 192.168.1.7.8.1. Also das ist die IP vom Router. Und wichtig sind jetzt diese ersten drei Blöcke. Die muss man dann hier übernehmen. Also 192.168 und in meinem Fall jetzt 1.7.8 für den Router. Und hier hinten kann man sich dann was aussuchen. Also diese Adresse muss natürlich auch, darf nur einmal im Netzwerk irgendwie vorkommen. Dann habe ich jetzt einfach 150 genommen. Man könnte im Router nachgucken, welche Geräte noch verbunden sind. Und dann kann man gucken, welche man dafür gibt. Hier sieht man jetzt auch, welche der Computer hier, an dem ich jetzt gerade sitze, hat. Der hat die 21 hinten. Genau, das gilt jetzt einfach noch zu beachten. Ja, hier müsste man die Einstellung für die LEDs machen. Allerdings müsste man auch an der Internetseite noch ein bisschen was verändern, wenn man jetzt andere Abmessungen hat. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu der Internetseite. Die habe ich auch im Editor geöffnet. Das hier oben ist erstmal so ein bisschen für die Internetseite sozusagen. Hier Style Sheet und sowas. Hier geht es dann los mit dem JavaScript. Was eigentlich so die Matrix dann aufmalt im Browser, das werden wir auch gleich sehen. Oder kann ich auch schon mal einmal zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Ungefähr. Das malt hier diese Matrix auf. Und das ist dafür, wenn ich klicke irgendwo rein, dass er dann... Hier sieht man das auch. Da, nee, hier sendet er dann die Daten. Einfach, die Funktion ist weiter unten. Sendet dann die Daten an den Arduino. Das ist auch noch für den Aufbau des Grids. Hier ist Send Data, die Funktion von Data In. Genau, das sieht man ja hier. Send Data und dann Sendable Data wird dann da reingesetzt in die Funktion. Genau, und da macht er eigentlich nichts anderes als hier so eine Ajax Anfrage einfach an den Arduino zu senden. Das werden wir auch gleich nochmal sehen, wie das aussieht. Und sendet dann die Daten. Genau, hier ist noch die Funktion All Off. Also da sendet man alle LEDs, dass dann alle ausgeschaltet werden. Und Funktion Get Color. So, das hier ist eigentlich, dieser Code ist eigentlich die Internetseite. Hier habe ich jetzt noch das Color Picker Library eingebaut und der Color Picker ist das hier, dass man sich hier einfach so eine Farbe auswählen kann. Genau, und da würde ich auch eigentlich gerne irgendwie einen kürzeren verwenden, weil das hier sind nochmal, man sieht hier, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, doch, also hier bis hier ist ungefähr der Code und dann geht das Color Picker Library los und das sind dann nochmal 2000 Lines of Code sozusagen, also 2000 Absätze nochmal hier Code und das ist relativ lang, weil es muss ja auch alles dann vom Arduino in den Webbrowser geschickt werden. Genau, und hier unten ist dann nochmal eigentlich so die Internetseite nochmal ein Stück mit den Buttons und sowas, wie das dann aussieht. Ja, das ist eigentlich auch schon dann mal grob hier erklärt, so die Internetseite, wie die funktioniert. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Browser an. Ich habe das hier schon mal geladen, aber ich lade es jetzt nochmal neu. Also man gibt halt einfach im Browser diese IP ein, die man im Sketch hier vergeben hat. Der Arduino ist am Router angeschlossen. Und dann
wird jetzt einfach mal hier die Internetseite geladen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das in der Praxis funktioniert. Die Kamera läuft auch super. Dann wählen wir jetzt hier mal eine Farbe aus und klicken einfach hier hin. Und man sieht auch, auf dem Tisch wird es eigentlich fast in Echtzeit direkt angezeigt. Und genau, ich habe hier unten noch die Entwicklertools offen. Gucken wir uns mal die Konsole an. Also wenn ich jetzt hier oben hinklicke, dann sagt er, you clicked on row 1, you clicked on column 11. Also hier in die 11. Reihe sozusagen. You clicked on item 1, also das erste Feld. Color, RGB 224, 54, 215, also ist der Farbcode. Und dieses Data, das ist das, was er jetzt eigentlich dann an den Arduino schickt. Also 1 für das erste Feld und dann den Farbcode dahinter. Und der Arduino zerlegt das wieder, sagt sich hier, okay, das ist LED 1 und das ist rot, das ist blau, grün und das ist blau. Und weil die Fastlet Library das hier als nullte LED ansieht, da wird im Arduino Code nochmal, wo ist es denn? Hier, da wird von der LED Nummer nochmal 1 abgezogen. Und das war nämlich auch der Fehler im anderen Video, muss man erstmal natürlich finden, woran es liegt. Also minus 1 die LED-Nummer, weil nämlich das hier die nullte LED ist, das ist dann erst die erste. Und so. Das ist ja meistens in der Programmierung so, wenn man ein Array hat, das beginnt mit 0. So, und ich sende hier aber eine 1, darum muss ich später was von abziehen. Genau, so kann man jetzt hier erstmal so ein bisschen rumspielen. Gucken wir uns nochmal an, was ich da eigentlich wirklich sende. Warum sehe ich es jetzt hier gerade nicht? Da sieht man es jetzt. Also, ich sende hier jetzt gerade diese Ajax-Anfrage mit dem Text. Hier die LED-Nummer 48. Dann der Farbcode für Rot, Grün und Blau. Und ja, jedes Mal, wenn ich klicke, erzeuge ich hier so eine neue Ajax-Anfrage. Und dann sieht man auch, wie lange es dauert, bis die dann versendet wird. Und die hat 67 Bytes. Und so kann ich den Tisch schön bunt machen. So, das mache ich jetzt erstmal zu. Und dann sieht so einfach die Internetseite aus. Und ich kann hier, wie ich lustig bin, klicken. Und den Tisch ansteuern. Genau. Hier ist noch keine Animation hinter. Da hatte ich irgendwie eine hinter, aber da hatte ich noch so ein paar Probleme. Hier kann ich alle einfach ausschalten. Und das funktioniert schon, wenn man hier drauf drückt, kommt diese Running Dot Animation, die einmal so durch den Tisch läuft, wie die LEDs auch verlaufen, und die nimmt immer die aktuelle Farbe, die man gerade ausgewählt hat. Und läuft dann einmal durch und hört dann auf. Da können später noch so ein paar mehr Animationen eingebaut werden. Was jetzt auch noch eine ganz lustige Geschichte ist, wenn man sich zum Beispiel, ich habe das hier schon mal, so ein Bild irgendwo raussucht. Und dann einfach mal hier diesen Space Invader zeichnet. Das sieht ganz cool aus auf dem Tisch. Jetzt können wir nochmal rote Augen machen.
Da sind natürlich auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das werde ich auch später vielleicht nochmal, wenn ich dann die Zeit finde, einbauen, dass man einfach so ein paar Grafiken hier, vielleicht noch einen Button hat und dann malt er einfach so eine Grafik drauf in der Farbe, die man gerade ausgewählt hat. Das wäre auch nochmal eine ganz nette Funktion. So, jetzt gucken wir uns nochmal eine andere Sache an. Und zwar, dass das Ganze vom Tablet oder auch vom Smartphone auch angesteuert werden kann. Wichtig ist, wenn man das Ganze vom Tablet oder vom Smartphone benutzen will, dass man sich im gleichen WLAN befindet, wie der, also dass der Router macht, an dem der Arduino angeschlossen ist. Also WLAN schalten wir ein. Ja, dieses Tablet ist ein bisschen langsamer. So. Dann gehen wir in den Browser. So, wir gehen in den Browser und geben auch einfach die IP-Adresse ein. 192. Da habe ich sie auch schon. Okay. Jetzt dauert es einen kleinen Moment, bis er dann die Internetseite geöffnet hat. Machen wir lieber hochkant oder vielleicht auch nicht. So, okay, jetzt machen wir mal den Color Picker. Und man sieht schon, ich mache jetzt mal alle aus. Ich kann jetzt einfach hier vom Tablet die LEDs fernsteuern. Und da muss ich ja nicht mal im selben Raum sein, sondern da kann ich irgendwo sein, wo ich mich noch im WLAN befinde. Der nächste Schritt wäre dann auch, das Ganze per Internet verfügbar zu machen. Da muss ich aber noch ein bisschen Nachforschung anstellen, wie das genau dann geht. Ich habe schon mal geguckt, irgendwie mit Port Forwarding oder so. Das gibt es dann vielleicht beim nächsten Mal. Gut, das war es dann auch eigentlich mit der Erklärung, wie das funktioniert. Ich werde die Sachen in der nächsten Zeit nochmal hochladen bei GitHub oder auf der Internetseite und dann könnt ihr das Ganze auch mal nachbauen und ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo, einen Daumen nach oben oder auch ein paar Kommentare freuen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr es natürlich auch irgendwie in den Kommentaren schreiben oder was euch nicht gefallen hat. Und wenn noch irgendwas unklar ist, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare und dann werde ich da auch darauf antworten und euch weiterhelfen. Alles klar, das war's mit dem Video. Ciao, Leute.